Und dann müsste das eigentlich machbar sein. Das Schild, was wir gerade haben, hat schon relativ viel Blitzresi. Nur rüstungstechnisch kann man da vielleicht jetzt noch irgendwas machen. Das Katharina-Set zum Beispiel hat viel Blitzresi, ansonsten Drachentöter. Das Drachentöter-Zeug wahrscheinlich. Sogar 15 ist Katharinas Set. Aber damit sind wir zu langsam. Haben wir irgendein Schild, was 100% Blitzschaden abblockt? Nee. Also das, was wir gerade haben, blockt den meisten Blitzschaden weg. Blöd, dass es nicht nur Blitzschaden ist, sondern auch Feuerschaden. Wie? Ich hab geblockt. Sorry, aber irgendwie verstehe ich diesen Bosskampf auch noch weniger als den eben. Wobei der war geil, aber dieser ist irgendwie, weiß ich nicht. Also ziemlich episch, muss man sagen, und auch vom Design her, aber... Also die Kamera ist auch irgendwie scheiße. In dem Bosskampf ist auch irgendwie die Kamera ein bisschen Matsch. Und ich glaube, ich habe zu lange nicht mehr gegen den gekämpft, weil ich gerade überhaupt nicht... Selbst wenn ich blocke, kriege ich den Schaden irgendwie ab. Ich weiß auch nicht, ob das... Das war jetzt dumm. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Wenn ja, dann ist es ein bisschen unfair. Zu kämpfen habe ich ehrlich gesagt auch keine große Lust gerade. Das ist halt blöd, dieser Spagat aus, du brauchst Resistenz gegen Feuerschaden, du brauchst Resistenz aber auch gleichzeitig dann eben gegen Blitzschaden. Die Kamera ist komisch. Du erwischst den nur in ganz bestimmten Situationen wirklich gut. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, meine ganze Glut zu verballern. Denn irgendwann habe ich keine mehr und dann habe ich ein Problem und ich weiß nicht, wo man die sonst noch herbekommen kann. Also endlos farmen kann man die mit Sicherheit nicht. Sehr gut.
Was soll man denn dagegen machen? Was soll man gegen diese Wix-Fähigkeit machen? Wieder ein Feuersturm. Jetzt hab ich ihn. Das Ende schon. So. Jetzt habe ich gegen den Nameless King leider nur 8. 8 Estus-Fragments. Oh! Fuck! Er ist zur Hälfte down. Miesam Dick-Move. Was war denn das? Abhauen. Abhauen. Ah! Fuck. Scheiße. Was macht der Kerl denn? Hallo? Okay, den lassen wir aufstehen. Ich kann gerade nicht gegen die kämpfen. Gegen keinen von beiden. Die sind zu stark. Da fehlt mir die Strategie. Weder den namenlosen König noch den Slave-Ritter kann ich gerade besiegen. Slave Knight. Ich würde jetzt stattdessen mal probieren. Beim Trümmerhaufen war ja noch eine Sache, die uns verwirrt hat. Da gab es noch ein Gebiet, wo man hin konnte. Und eigentlich gab es in der umringten Stadt auch noch so ein Gebiet. Aber das ging irgendwie nicht. Das ging irgendwie nicht. Das heißt, man muss jetzt irgendwie nochmal dahinter kommen, wie man da... Ja, da ist er nämlich. Guck mal, da ist er und zwar seine humanoide Form. Er hat sich ja doch etwas verändert.
Vielleicht muss man da irgendwie auf das Dach hochkommen oder so. Jetzt müssen wir erstmal wieder die beiden auslöschen. Kann auch sein, dass das Zweihandschwert gar nicht die richtige Waffe ist gegen den namenlosen König. Weil wir so wenig Raum haben, um Attacken zu starten. Ja, das war schon ein mächtiger Hieb, den ich dir gerade gezeigt habe. So. Da oben zum Beispiel muss man auch noch irgendwie hinkommen. Da ist ja auch eine Leiter. Da ist auch eine Leiter. Irgendwie kommt man da noch hin. Ich meine, wir sind ja damals sehr schnell aus diesem Gebäude hier geflohen, weil da ständig irgendwelche neuen Viecher gespawnt sind. Echt keine Ahnung, wie lange der Scheiß spawnt. Es spawnt auf jeden Fall einfach unbeirrt weiter. Langsam nervt es. Jetzt haben die mich auch noch getötet? Ist das euer fucking Ernst? Das ist doch nicht wahr mehr mit diesem Scheiß hier. Jetzt werde ich langsam wütend. Echt? Zwei Bosse, die ich nicht tot kriege? Hätte ja sein können, dass hier vielleicht noch irgendwie eine Leiter oder so ist.
womit ich auf das Dach komme. Aber ich sehe hier jetzt nichts. Ja, das hast du. Den Kampf hast du verloren. Und du hast diesen Kampf verloren. Glut. Okay. Also von manchen Gegnern bekommt man Glut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Von hier kommt man dann nicht hin. Hier war ja Lab. Ne, hier ist nichts. Das wäre seltsam, wenn hier irgendwo eine unsichtbare Wand ist. Wage den Sprung. Nein. Jetzt noch nicht. Ich will immer noch herausfinden, wie man da oben hinkommt. Man kommt auf jeden Fall irgendwie dahin, denn ansonsten wäre der ja nicht die Leiter, die man runterkicken kann. War ja klar. Natürlich verbleibt man in dieser Scheiße nicht besonders gerne, aus nachvollziehbaren Gründen. Das hier mal so angucken. Gut. Can you stop? Please. Mann, ey, ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Das ist kein Fickkinder, die nichts können. Zwei Schläge halten sie aus. Genauso wie ich. Ja, ich weiß. Das ist das Traurige an der Geschichte. Vielleicht sollte ich mehr auf Vitalität gehen nochmal. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich ein paar Mal Seelen farmen und dann nochmal gucken, dass ich da irgendwie, wie gesagt, mit dem Vitalitätswert vielleicht ein bisschen höher komme. Ja, mit Schaden alleine kommen wir auch nicht mehr weiter. Schaden alleine wird das Ding hier nicht. Dinge nicht groß verändern. Aber diese ewig spawnenden Scheißviecher, ganz ehrlich, die sind einfach nur lächerlich. Lächerlich und nervig ist das Ganze. Deswegen werde ich euch jetzt auch eiskalt ignorieren. Ihr könnt euch auch gerne alle in solche Monster umwandeln. Sollen hier rechts sein. Jetzt muss ich ernsthaft viel Platz machen. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Hier wollen wir hoch. Das wollen wir jetzt runterkicken. So. Auf den Piss, ey. Was haben wir jetzt hier? Große Seelensedimente. Ist das vielleicht der Zauber, den wir da gerade gesehen haben? Möglicherweise.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir hier jetzt schon durch sind. Okay. Hier sehe ich auch nichts mehr. Ah ja. Silberner Schlangenring. Plus 3. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Oh, das ist auch cool. Das ist echt nicht schlecht. Brauchen wir Havels Ring noch? Ja. Wir brauchen Havels Ring deutlichst. So. Das Mysterium haben wir also schon mal gelüftet. Das ist schön. Es gibt aber noch weitere. Also, wir haben jetzt noch den namenlosen König und wir haben noch diesen Sklavenritter Geil. So. Ich gehe davon aus. Dass nach denen nicht mehr besonders viel kommen wird. Dass wir dann quasi kurz vor dem Endboss stehen. So. Da unten ist ja jetzt noch was. Ich weiß nicht, kommt man hier sonst noch irgendwo hin? Nee, da ist ja auch nur der. Der Abgrund. Und hier war ja auch nichts mehr. Wir müssen aber da irgendwie auch noch hinkommen. Ich weiß aber auch hier nicht wie. Ist hier vielleicht eine Wand? Keine unsichtbare Wand. Wir wissen, wie wir die jetzt einfach besiegen können. Nämlich so. Titanitbrocken. Wie kommen wir hier durch? Man muss irgendwie hier hinterkommen. Dann guck mal da unten. Hier war noch was. Da zum Beispiel, da sieht man einen Ritter. Ich kann doch nicht von da ganz oben nach hier unten fallen. Das funktioniert nicht. Das kann ich euch so sagen. Doch da nirgendwo ran. Irgendwie kommt man hier noch hin. Hat das vielleicht was mit der Pfütze zu tun? Nee. Ist interessant, wie man hier so rätselt.
und nicht auf die Lösung kommt. Ist alles irgendwie merkwürdig. Wenn man sich fragt, warum alles so merkwürdig ist. Ich will einfach nur verstehen. Ob ich hier rund, ob ich hier rüber. Es reicht doch niemals, wenn ich versuche, da runter zu dingsen. Never ever reicht das. Vor allen Dingen ist da ja auch noch diese blöde. Guck mal. Diese Totenschädel dort in dem Rauch, das ist genau die Magie, die er benutzt. In dem Kampf. Ja, guck mal, das kommt nämlich nicht hin. Irgendwie kommt man auf diese Scheiße da oben rauf. Aber wie? Das ist alles nicht so einfach. Da liegt ja noch eine Seele, was soll denn da noch liegen? Mal weg, Pilze. Siegbräu. Ach, ein Lab hier gelassen. Boah, ich weiß halt echt nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja, ich denke, ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Und beim nächsten Mal finden wir das vielleicht. Man muss irgendwie, vielleicht versuchen wir doch mal runterzufallen, als wir noch da oben waren. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. I want you for an adventure.